So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Wenn ich es denn dann irgendwann mal gestartet habe, dann machen wir da ganz sicher weiter, schwöre. Jetzt. Jetzt. Da ich nicht allzu viel Zeit habe für eine Aufnahme, aber ich trotzdem mal wieder einen Part aufnehmen wollte, ist mein Plan für diese Aufnahme eine der neuen Missionen anzukücken. Und ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir gehen in Challenges und gucken ganz nach unten und nehmen die erste der neuen Missionen. Ja, guck mal, ja, hier haben wir auch noch ganz viele, die wir eigentlich auch noch spielen müssten. Ne? Die kommen aus Afterbirth Plus und da. Achso, wir haben ja, genau, wir können ja gar nicht so viel aus. Also wir haben ja, also wir müssen ja, also okay. Gut. Ich hoffe, dass sie teilweise. Ich weiß nicht, wie weit sie führt. Das sieht man ja leider immer nicht, ne? Wie weit man spielen muss. Okay, Dinge sind passiert. Wir sind jedenfalls ein Scatman. Wir können nicht schießen. Okay? Ich stelle schon mal fest, ich kann nicht. Jo, wir sind aber schon mal böse ausgerüstet mit Stuff. Okay. Tun die mir weh? Nein, die sind die dann. Kann ich mit denen kämpfen? Oder was ist das? Gehen die jetzt mit mir mit? Gehen wir mal in den Stachelraum, ja. Okay. Ach, da ist ein Loch. Ich hab das Loch nicht gesehen. Das ist nicht so cool. Okay, das tötet die. Nee, Tess hat die nicht mal getötet. Die sind noch am Leben. I'm drowsy. Okay, Larcher werden es, glaube ich, nicht so geil für die Challenge hier. So, komme ich an die Kiste auch noch ran? Ja, ist aber nicht sinnvoll. Okay. Interesting. Wir gucken mal, was noch so alles passiert. So, könnt ihr den angreifen? Muss ich den besiegen, ne? Ah, das Ding lädt sich von selbst auf, dieser Kackehaufen. Das ist wahrscheinlich, dass ich so einen Haufen setze. Und wenn ich den gesetzt habe, dann kommen da Viecher raus. Ja, aber wie greife ich denn jetzt an? Ja, doch so. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Oh, ich habe Energie bekommen für irgendwas. Ja gut, aber wenn wir ganz viele von denen haben, dann machen die irgendwann halt wirklich Schaden. Ja, die machen gar nicht so verkehrt Schaden. Und guck mal hier. Zack, zack, zack. Gleich den nächsten Haufen. Ja, und wenn sich der Haufen immer weiter auflädt in so einem Raum, die scheine ich ja mitzunehmen. Die behalte ich ja. Okay, das könnte eine lustige Challenge werden. Oh, okay, den macht vorher schon mal nichts aus. Itemraum müssen wir ja gar nicht suchen. Wir machen hier eine Challenge. Da gibt es keine Itemräume, soweit ich weiß. Außer es gibt in dem jetzt plötzlich einen. Ah, ich kann. Ah, ich habe auch diese Fähigkeit, dass ich alles kaputt rennen kann. That's good to know. That's very good to know. So. Stimmt, da sehe ich's. Das ist dieses Lard-Item. Dass ich alles kaputt. Oh! Wenn ich da drüber renne, mache ich aus jedem so Gegner. Ich mache aus jedem so Viecher. Und jetzt kann ich wieder selber welche spawnen. Nice. Irgendwann werde ich vor lauter von den Viechern. Werde ich meine eigenen nicht mehr sehen. Ja. Ah, und wenn ich getroffen werde, kommen die auch nochmal raus. Also die werden ständig generiert eigentlich. Ununterbrochen werden die generiert. Yo, ich wette, irgendwann fängt es an zu laggen. Irgendwann fängt es einfach an zu laggen. Nein, das sind natürlich alles keine Kothaufen, ne? Das ist natürlich alles ganz normale hier. Na, wenn ich jetzt. Nee. Ich wollte was Blödes sagen. Ich lasse es lieber. Geht nur schief. Nice.
Also gerade mit dieser Fähigkeit müssen wir auf jeden Fall alles ablaufen. Wir müssen so viele von den Häufchen generieren, wie nur irgendwie möglich. Denn dann werden wir wahrscheinlich relativ schnell Gegnerhorden einfach, ja, wegmanschen. Schlüssel kaufe ich mir mal. Und dann geht's weiter. Okay. Ah, wir könnten noch... Ja, komm, den Geheimraum nehmen wir noch mit. Ganz fix einmal. Ah, meine Bomben sind auch... Oh, okay. Meine Bomben sind auch nochmal so Dingsbomben. Stimmt, dann kann ich damit auch nochmal Schaden machen zusätzlich. Ach, und wir sehen es jetzt ja. Wir müssen nur bis zum Fuß spielen. Wir müssen nur bis zum Fuß spielen. Das war meine Hoffnung. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass es ein schneller One ist. Mal gucken. Soll ich jetzt... Theoretisch könnte ich den anderen Geheimraum auch noch suchen. Ich meine, da wo überall Steine waren, kann er schon mal nicht sein. Das heißt, er könnte noch hier sein. Ja, optimal. Was wollen wir mehr? Passt. Weiter im Programm. Bossfight. Mal gucken, wie das jetzt mit den Häufchen hier funktioniert. Wie viel Schaden die so machen. Ich habe nämlich nicht auf den Schaden geachtet bisher. Die machen richtig böse Schar. Yo! Alles klar. Dann muss ich nur warten, bis die den kaputt gewurschtelt haben. Oh, ich habe es nicht kaputt gemacht. Das ist ja mal eine coole Kombination. Also das ist wirklich eine coole Challenge. Da sehe ich mich. Ich frage mich, ob es eine Grenze gibt von den Dingern, ob die irgendwann nicht mehr spawnen. Bisher habe ich keine gesehen. Wer macht den denn halt jetzt noch kaputt? So, ist schön. Einen Cube of Meat, dass wir weniger getroffen werden, ist sehr praktisch. Und ab dafür in die... Na, das nehmen wir auch noch mit. In die nächste Ebene. Prima. Gib mal ein bisschen Gas hier. Wenn es eh nur bis zu Marm geht, dann müssen wir da jetzt nicht uns überall ewig lange aufhalten. Ne? Da können wir gleich reingehen. Wir haben ja blaue Herzen genug. Alles gar kein Problem. Aber okay, jetzt mache ich Quatsch. Ich sollte natürlich schon gucken, dass wir den Satanraum bekommen. Dass ich kann halt, was ich noch nicht so gut kann, ist die zum Angreifen bringen. Also die folgen mir irgendwie, also muss ich so ein bisschen zu den Gegnern hin. Ich denke, ich werde es einfach irgendwie so versuchen, dass die einfach so viele werden. Ja, keine Ahnung. Halt, nee, ich brauche die Mysterious Candy. Darf hier nicht meine Challenge-Items verlassen. Weil die sorgen ja dafür, dass diese ganzen Effekte so passieren, wie sie passieren. Mysterious Candy brauchen wir schon. Nice. Geldtechnisch ist super. Wenn wir jetzt den Shop noch finden, wäre es noch besser. Dann vielleicht irgendwas wie die Karte oder so. Oder ein Kompass. Kompass wäre besser. Dass wir mal möglichst schnell zum Boss finden. Ich meine, ich habe jetzt viele blaue Herzen in der Ebene verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber, wait, was passiert, wenn die da drin kaputt gehen an der Stachel? Sind die dann, funktionieren die wie Opfer? Okay, die gehen nicht an die Stachel ran. Kann das sein? Leute? Ach so, denen tut die Stachel nichts. Okay, alles klar. Dann hat sich das schon erledigt. Ba, 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 ba. Ach, so ein großer Raum ist halt nicht so cool für die Viecher. Weiß nicht. Dauert halt trotzdem nochmal eine ganze Menge. Eine ganze Weile.
die mal losgelegt haben. Die gehen halt nicht gezielt auf die Gegner. Ja, ich muss die so ein bisschen lotsen. Die rennen mir halt hinterher. Ah, komm schon. Bis der weg ist, sind die... Ja. Okay, ich versuch's mal. Ich versuch's mal mit Bomben. Oh, ja. Die wollte ich selber jetzt auch nicht sprengen. Ja, geht hin. Haut ihn weg. Short. Ah, komm schon. Ja, jetzt hin. Yes. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Heieiei. Okay, cool. Schön. Okay, Sloth. Einfach mal in Sloth reinrennen. Lasst euch bitte nicht von ihm sprengen, sonst dauert es 3 Jahre bis ihr... Ja, sehr schön, prima. Gut gemacht, mit Schischen brauchen wir überhaupt nicht. Ich spiele gerade mit einer Hand, weil ich einfach die Pfeiltasten nicht brauche. Ich kann nicht schießen. Das ist leider ein bisschen traurig. Okay, weg. Mach ihn kurz kaputt. So. Oh, nice. Okay, cool. Da ist mein Shop. Dann ist hier auch ein Geheimraum gleich. Komm, geht mal hier rüber. Das holen wir uns gleich, das Herz. Ganz klar. Das hat's gebracht. Aber was soll's? Shoppy! Map. Zeigt, glaube ich, die Geheimräume an oder sowas. Auf jeden Fall gute Sache. Auch gute Sache. Einfach schön einkaufen. So, Herz holen wir uns gleich, wenn wir den Boss geschafft haben. Oh, Duke of Lies, der wird jetzt auch böse zerlegt. Der ist nicht so schnell, das heißt, der wird in die Dinge einfach automatisch reinrennen. Und die hauen die Fliegen weg. Und vor allem... Ah, wir haben ja vor allem Friendly Fly... Friendly... Also, die Fliegen sind freundlich. Also, er kann keine gegnerischen Fliegen spawnen. HP ab, sehr nice. Da wir eh einen recht guten One haben und ich glaube nicht, dass der schief laufen wird, ich kaufe einfach mal das, weil ich weiß nicht, was es ist. Dann wissen wir, was es ist. Vielleicht kriegen wir raus, was es ist, keine Ahnung. Damage up plus Ranger plus Controlled Tears. Ja, okay. Wäre wahrscheinlich eine coole Geschichte. Wäre wahrscheinlich eine übelst coole Geschichte. Leider. Das andere gucke ich kurz nach, das hatte ich schon ganz oft. Leider haben wir keine Tears. Das wäre wahrscheinlich ein sehr geiles Item. Damage up plus Range plus Controlled Tears klingt sehr, sehr interessant. Weiß ich, ob ich das jemals hatte. Wahrscheinlich ja, keine Ahnung. Ob das jetzt ein neues Item ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt so noch nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das andere erkenne ich. Ich weiß nur nicht mehr, was es macht. Ich glaube, das hatte irgendwas mit schwarzen Herzen zu tun. Damage up 4 Shot. Ach so, nee. Braucht man nicht. Dafür gebe ich kein Herz aus. Das war der 4 Shot. Alles gut. Dass Gegner dann so einen Effekt bekommen. Okay. Und das andere, jetzt habe ich halt zwei rote Herzen hergegeben. Nicht sonderlich klug, in Anführungszeichen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn da nicht das weiße Herz gelegen hätte. Und wenn wir nicht gerade... Oh, Moment, wie besiege ich die denn jetzt? Mit meinen Bomben, ne? Da komme ich jetzt eigentlich nur mit meinen Bomben ran. Wenn ich jetzt keine Bomben hätte, wie würde ich den Raum jetzt lösen? Oh, ich darf die Pilze nicht ablaufen.
Pilze sind ja ganz gefährlich abzulaufen. Damit ist auch in. Da gehen wir lieber nicht hin, da explodiere ich nur. Das habe ich keinen Bock drauf. Weil wie würde ich das jetzt machen, wenn ich nur die Dinger habe und keine Bomben? Weil die kommen nicht darüber. Das ist ja eine interessante Frage. Bin ich dann gelockt? Muss ich wirklich schauen, dass ich genug Bomben habe für so eine Situation? Dann würde ich jetzt nämlich lieber mal nicht verschwenden auch. Hier, da ist der Stachelraum, aber diesmal gehen wir den Stachelraum nicht, weil ich würde meine roten Herzen gerne behalten. Ja, meine blauen Herzen meinte ich aber auch. Also beides meinte ich. Da gucken wir mal rein. Nee, wegen einer Kiste machen wir da kein Terz. Dann geht's hier oben weiter. Oh, Vorsicht! Nicht ganz, was ich wollte. So enge Räume sind jetzt halt so ein Problem, weil ich nicht wirklich gut ausweichen kann. Ja gut, aber die fungieren dann als Schild. Das ist natürlich auch interessant, aber so kann ich nicht angreifen. Zum Angreifen muss ich ja selber die los... Ja, das ist... Ja, das ist ein bisschen kritisch. So. Kriege ich denn die jetzt kaputt? Ja, okay, sehr schön. Der ist da drin gespawnt. Okay. Aber es ist... ja, man merkt schon, es ist ein bisschen kritisch. Also manche Räume können mir ganz schön hier... Aber wobei, der läuft jetzt da in die Reihen, das passt. Das passt, das ist sogar sehr gut gelaufen. So. Das dürfte auch in Ordnung sein. Nein, ich muss die Schokolade behalten. Da drüben ist gleich der Geheimraum. War nicht, was ich wollte. Ihr müsst in die Mitte, Freunde. Ihr müsst in die Mitte. Da müsst ihr... Ah, mein Gott. Geht nicht in die Mitte. Ich hab doch extra den Weg aufgemacht. Ja komm, dann schicken wir die Viecher raus und gehen wieder hoch. Ja, einen noch. Den Guy noch, komm. Ja, dann komm her, Kollege. Gut. Schlüssel für uns, Shop für uns. Weiß wieder nicht, was das ist, deswegen werde ich es mir holen. So lernen wir nämlich auch ein bisschen, was die verschiedenen Sachen machen. Und haben keinen allzu großen Verlust, weil ich habe so viele Münzen. Warum soll ich es nicht kaufen? Nö. Coupon allows 6 weeks irgendwas. Ich setze es hier gleich mal ein. Es klingt nach irgendwas, was im Shop möglich ist. Oh, es hat irgendwas, das hier hat es jetzt gratis gemacht oder so. Macht es eine Sache gratis im Shop? Ja, das macht eine Sache gratis im Shop. Okay, interessant. Haben wir gelernt, was der macht. So lernt man Items kennen, ja, ohne dass man sich den One versaut. Das war dumm. Das war richtig dumm. Was macht das? Jetzt haben wir nämlich 2 Items kennengelernt schon für unsere Haupt-Ones. Ohne dass wir uns jetzt die Ones versaut haben. Hä, wie kommt man denn an den anderen? Hä? Ach so, da außen rum wahrscheinlich. Will ich den anderen Geheimraum jetzt noch? Nein, da rennen wir jetzt nicht noch hin. Wäre kompletter Schwachsinn. Nee, da rennen wir jetzt nicht noch hin. Ist in Ordnung. Okay, das sollte funktionieren, ohne nochmal Schaden zu nehmen. Dann haben wir nämlich den Satanraum. Na, haben wir nicht. Der ist nur bei 33%. Ich habe nichts gesagt. Habe ich irgendwann mal Rotherzschaden genommen? Kann ich mitbekommen. Okay. AP und Luck Up ist aber auch eine schöne Geschichte. Gut. Ich könnte jetzt zum Stachelraum zurückrennen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Ich renne jetzt nicht zum Stachelraum zurück. Hier da unten ist gleich der Geheimraum. Yikes.
direkt mal hier rein, Guys. Macht den mal hier, danke. Oh. Leute, könnt ihr da mal außen rumlaufen, so ein bisschen? Dahin gehen? Danke. Sehr schön. So, wir gehen nach unten weiter. Das ist auch kein allzu angenehmer Raum, aber was soll's. Oh, blaue Herzen! Wichtig. Sehr wichtig. Was halt jetzt noch cool wäre, wäre zu fliegen. Das wäre was, was event das, was ich im Satanraum bekommen könnte, wäre die Flugfähigkeit. Wenn ich mir die holen könnte, wäre das übelst nice. Emperor ist auch gut. Yo! Wait, kann ich jetzt wieder schießen? Ah, ich kann meine Tasten wieder nutzen. Weil mein Buddy kann ja schießen. Dann kann ich ein bisschen auch angreifen jetzt. Gerade wenn ich so eine Situation hätte, dass ich irgendwas nicht erreiche, wie vorhin die Dinger an der Wand. Dann kann ich jetzt nämlich auch auf Entfernung. Kann ich jetzt einfach auf entspannt. Kann ich die Viecher jetzt erledigen. Und hab dafür einen Haufen Kacke um mich rum als Schild. Ist doch auch stabil. Mehr Items, die ich nicht kenne. Gönne ich mir. Was machst du denn? Poke Go, gotta catch him. Okay. Keine Ahnung, was es tut. Vielleicht finden wir es raus, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat es was mit Tränen zu tun, dann finden wir es wahrscheinlich eher nicht raus. Weiß ich nicht, aber Poke Go, gotta catch him. Es gibt ja so ein Pokéball-Item, ne? Vielleicht hat es ja irgendwas damit auch auf sich. So einen ähnlichen Effekt. Weiß es nicht. Wir werden sehen, ob wir irgendwann mal feststellen, was es machen könnte, dieses Poke Go-Ding. Nice. Die schießen weiter, weil sie es können. Oh nein, die machen meine Viecher kaputt. Lass das. Okay. Oh. Jetzt sind die... Okay. Der ist jetzt auf meiner Seite, oder was? Bleibt er auf meiner Seite? Nice. Der bleibt auf meiner... Dann ist das, was mit... Das hat, dann hat das was mit dem Pokémon-Ding zu tun, dass der jetzt auf meine Seite gewandert ist, aus irgendeinem Grund. Ich kann es nicht erklären. Entschuldigung. Ich kann es nicht genau erklären. Aber ist ja auch wurscht. Okay, Gertie. Jetzt kann ich nämlich schön mit meinem Ghost hier in der Mitte... Yo! Ich krieg einfach richtig viele Kumpanen jetzt so. Das Poke-Go-Item ist für die Mission fantastisch. Weil ich jetzt nämlich noch mehr Gegner auf meine Seite ziehen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Es ist aber... Yo, Damage up. Okay, Damage nützt mir nicht. Okay, das waren, glaube ich, Spektraltränen, wenn ich richtig liege. Ich gucke gleich nach, weil ich kenne es auf jeden Fall. Das müssten Spektraltränen sein. Das Uja-Brett-Dings oder sowas. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Uja-Board Spektraltränen, genau. Ja, nützt mir nichts. Wird sich kaum auf die Kackhaufen auswirken, insofern. Brauchen wir nicht weiter gucken. Okay, ja, was? Ich weiß nicht, wohin ich geklickt habe. Weiter im Programm. Wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Einen schönen, kurzen Part. Eine angenehme Quest. Läuft bei mir. Gut, jetzt habe ich ja auch noch so einen Kollegen dabei. Wo kommen die? Okay, ich meine, wir sehen jetzt ja, was dieses Item macht. Ich kann es jetzt doch auch mal lesen, oder? Wir haben es jetzt ja festgestellt, was es tut. Ich würde jetzt nur gern wissen, woher genau die kommen. Ob die einfach aus der Luft kommen? Also, ob die
so plötzlich auftaucht, ob... Weil wo kam der denn jetzt her? Der war vorhin ja, war der ja nicht da. Es muss auf jeden Fall, das muss ein Repentance-Item sein. Ich meine, Poke-Go ist jetzt schon recht aktuell. Guck mal kurz zu Repentance, ob ich das sehe irgendwo. Ich sehe es auf spontan nicht, aber das heißt bei mir ja nichts. Nee, ich gehe nochmal zurück zu den Afterbirth-Items. Vielleicht habe ich es da tatsächlich übersehen. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Doch, ist es bei den Afterbirth-Items. Poke-Go. At the start of each new room, you have a 20% chance to gain a random charmed familiar, which will fight for you. Ah, also für jeden Raum habe ich ein Fünftel Wahrscheinlichkeit, dass ein Viech kommt, was mit mir kämpft. Und die bleiben am Leben, solange sie am Leben bleiben. Okay, also sie... Also sie bleiben, also sie gehen weiter durch den Raum mit. So, das wollte ich damit sagen. Nein, danke. Oh. Kackhaufen komme ich leider nicht ran. Schade, schade. Aber ich kann schon mal hier sprengen. Oh, den Typ hat es wahrscheinlich nicht weggerissen. Na gut. Er ist wohl draufgegangen. Der ist wahrscheinlich in die reingerannt, in die Ghosts. Ah, wir haben immer weniger. Oh, hab ich den gerade kaputt? Ah, ich kann ja mit meinem Cube. Stimmt. Ich habe ja mit meinem Cube auch Kontaktschaden. Das ist gar nicht mal so doof. Das ist auch gar nicht mal so doof. Sehr schön. Okay, Bücherei. Bücherei fühle ich. Ach so, aber ich müsste mein Space-Item hergeben, ne? Dann generiere ich keine Kacke mehr. Ist das gut? Ich glaube, das ist nicht so gut. Das lassen wir lieber. Also ich würde... Ja. Ja, nee. Ja, nee. Sorry, ist mir ein bisschen zu riskant, hier irgendwas zu nehmen. Weil, wie gesagt, das Ding ist, wenn ich keine... Also, ich generiere zwar durch mein Trinket auch Kacke, aber es ist mir ein bisschen zu risky. Zu selten. Praktisch was zu generieren. Sagen wir es so. Versteht ihr? Ah, ich muss den erst hier frei. Ups. Ne, das ist mir ein bisschen zu riskant, hier zu selten was zu generieren. Ansonsten wäre das Book of Shadows schon eine coole Sache grundsätzlich. Keine Frage. Aber da war ja auch das andere Buch dabei, was mir mehr Schaden gibt. Also mehr an. Wow, Alter! Ich bin böse langsam. Holy moly. Wunder, dass ich überhaupt in die Tür komme. Aua. Sehr schön. Da ist eine Karte. The Tower. Nein, wenn wir in der Marm-Ebene sind, setze ich Emperor ein und dann ist die Sache auch gut. Wenn es kein The Tower mit großartig hier. Ah, ich habe den Geheimraum nicht gesprengt. Moment, mache ich gleich. Holen wir gleich alles nach.
Super. Ach, komm. Ein schönes blaues Herz. Einfach weggefetzt. So, hier muss doch jetzt... Ah, mein Gott. Böse Dinge passieren hier. So, jetzt muss ich hier mit meinem... Jetzt habe ich's. Jetzt ist es nämlich echt gut, dass ich den Ghost Buddy dabei habe. Weil die Kakaufen könnten jetzt hier echt nichts ausrichten, wenn ich... Oh, nee! Was mit Bomben? Wenn ich auch noch die Bomben hätte, dann hätte ich echt ein Problem. Also gut, dass wir die haben. Ah, das hat jetzt wieder viel zu viel Schaden gemacht. War nicht so klug. Muss ich leider zugeben. Oh, wir haben eine Fliege. Wir haben eine Fliege auf unserer Seite. Nice, nice, nice. Der Kackhaufen für uns. So. Stimmt, den Shop haben wir noch gar nicht, ne? Aber ist jetzt egal. Wahrscheinlich komplizierter Boss und ja, gut, das war's dann auch. Bis zu der Kiste gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt zum Boss. Passt. Randaliert, meine Freunde, randaliert und die Fliege macht mit. Er ist auch neu, den kenne ich noch nicht. Also seine Art kenne ich schon, ne? Aber ihn in, als Variante kenne ich noch nicht, also den in, als Knochengerüst. Ich sollte auch immer mit dem Ghost Baby schießen, das habe ich schon fast vergessen, dass ich das ja auch habe. Jo! Okay, der kann sowas. Gut zu wissen. Und der kann dashen. Das war jetzt allerdings ein großer Fehler da damit. Das war auch ein großer Fehler von mir. Aber so lernen wir jetzt, das ist voll gut, so lernen wir jetzt in der Challenge. Nice Sache. So lernen wir jetzt in der Challenge echt noch einigen wichtigen Stuff, der uns später dann in der Hauptquest nützlich ist, weil wir dann verschiedene Items schon wieder kennengelernt haben. Oh, perfekt. Es ist ein überhaupt nicht gefährlicher Raum. Alles gut. Kann eigentlich nichts passieren. Es ist nichts Gutes passiert, aber es ist auch nichts Schlechtes passiert. Sehr schön. Damit kann ich leben. Shop? Nö. Ganz ehrlich, nö. Suchen wir jetzt nicht noch auch noch. Passt schon. Hier noch mehr Viecher generieren. Alles gut. Ich meine, da müssen wir jetzt zu einem Anfang zurücklaufen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. So. Und wir landen direkt in Dank Devs 2. Wir können jetzt wirklich direkt zu Mom, ne? Wir sprengen hier noch vorher den Geheimraum einmal. Ah, jetzt wäre schon cool, noch so ein paar blaue Herzen für Shop und so zu holen. Wir können ja... Ja, wir machen Folgendes. Ich habe ja Emperor. Ich kann mich ja jederzeit porten. Wenn mir ein Raum zu blöd wird, dann porte ich mich einfach raus. Wenn ein Raum machbar aussieht, dann spielen wir ihn halt kurz. Machen wir mittlerweile ganz schön böse Damage, ne? Gegner, meine ich. Also meine Kackhaufen sind nicht so widerstandsfähig, was das angeht. Okay. Muss ich in den großen Raum? Okay, meinetwegen. Haben wir da so? Mhm. Hat sich schon gelohnt. Wenn ich das jetzt nicht wieder verliere, das blaue Herz, hat sich schon gelohnt. Komm, mach kaputt. Mach die kaputt. Danke. Die auch noch kaputt und dann haben wir es ja schon. Nice. Sehr, sehr schön. Ah, bin ich dumm? Ah. Schade, das war es nicht wert, das zu sprengen, aber was soll's.
Hör mit, optimal. Wir können uns in den Shop sprengen. Sprengen, sage ich schon. Wir können uns in den Shop porten. Passt. Machen wir das doch gleich. Dann haben wir nämlich den Shop. Dann haben wir da auch aufgeräumt und dann passt die Geschichte. So. Dann kriegen wir da nämlich noch so ein... dieses Ding hier. Ach so. Das war wieder Quatsch. Ist egal. Ich habe an was anderes gedacht. Never mind. Ich habe an was anderes gedacht. Don't judge me. Okay. Strange wäre cool. Ja, ach so. Ja, okay, ich habe nicht ganz nachgedacht, denn jetzt habe ich die Emperor-Karte nicht mehr. Das gebe ich zu, das war nicht so optimal. Das war aber auch ein echt böser Raum. So ein kleiner Raum mit so viel Brimstone, das war nicht nett. Was macht Moms Locket nochmal? Gibt die mir einen Vorteil beim Kampf? Ich glaube nicht, aber ich gucke mal kurz. Ich würde, wie gesagt, die Schokolade weiter mitnehmen. Aber vielleicht. Ganz vielleicht. Ach nee, hä? Ah, das sorgt dafür, dass... okay, das ergibt auch irgendwo Sinn. Das sorgt dafür, dass wenn ich irgendwas öffne, zum Beispiel Türen oder Kisten, dass ich ein halbes Herz regeneriere. Locust of War sagt mir nichts. Werde ich jetzt auch nicht ausprobieren. Okay. Ah, oh, ich habe gehofft, jetzt kommt hier gleich der Boss. Ich meine, da ist ja schon der Geheimraum, ne? Dann kann ja... nö! Kann ja der Boss eigentlich nicht weit sein. Ah, jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen Damage. Das ist nochmal nicht so schön. Aber jetzt kommen wir auch so wahrscheinlich zum... ja. Jetzt nach Möglichkeit keinen Schaden mehr kassieren. Wie dazu. Alter, da fehlt doch nichts mehr. Geh halt kaputt jetzt. Danke. Okay, unbekannte Pille. Okay, damit kann ich leben. Gut. Ja, ich hoffe, wir kriegen es hin mit 5 Herzen. Nicht, dass ich es mir jetzt noch versaue. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber viel mehr Optionen habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen. Wird schon gut gehen. Also, oder schief gehen. Je nachdem. Moin. Oh, es ist die langsame Mom, ne? Die blaue Mom. Ist das Absicht oder ist das Zufall? Auf jeden Fall ist es gut. Habe ich nichts dagegen. Ja, tritt schön auf die Kackhaufen drauf. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Aua. Ja, das passt schon. Sollten wir hinkriegen. Ich wüsste nicht, warum das jetzt schief gehen soll. Ich meine, die Viecher gehen jetzt nicht so krass dahin, aber irgendwie bekomme ich auch immer wieder Herzen. Für irgendwas bekomme ich immer wieder Herzen. Ich weiß gar nicht, wofür. Weil ich wurde jetzt schon so oft getroffen und ich habe immer noch 5,5 Herzen. Da, guck mal, schon wieder. Durch irgendwas regeneriere ich Herzen und ich weiß nicht, durch was. Null. Passt schon. Ach ja, doch, ich habe so ein Regenerations-Item aufgesammelt, oder? Irgendwann mal. Ist egal. Es passt auf jeden Fall. Wir kriegen auch keine 2 Schaden, wenn sie uns tritt. Jetzt kriegen wir wieder Energie zurück. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es gut. Nehme ich mit. Die Energie, die ich bekomme. Ich weiß nicht mal warum. Ist egal. Passt.
So, den Rest macht der Cube. Prima. Abflug. Wiedersehen. Schön. Ah, und dann taucht dieses Ding auf. I see. Ja klar, stimmt. Es sind ja immer die Items, die man da in den Challenges nutzt, die man dann auch freischaltet. Also meistens, glaube ich, sind es die gewesen. Habe ich deswegen noch keine Pokebälle? Weil doch das hier, diese Pokémans Challenge, die habe ich ja noch nicht geschafft, ne? Hier. Stimmt. Shit. Okay. Ja, dann gibt's beim nächsten Mal Bloody Mary. Danke fürs Zuschauen und tschüss.